Auch nicht. Ah, hier haben sie den reingepackt. Wo denn? Ah, ins Lager. Das mache ich jetzt noch mal eben kurz. Wir haben mal 80 Stück. Wir haben schon wieder kein Wasser mehr. Wollt ihr mich verarschen? Ach, zwei Stück haben immer noch kein Zuhause. Okay. Wir haben zwei Stück kein Zuhause. Ist da irgendwie ein Haus eingestürzt oder was? Wahrscheinlich. So, die haben die jetzt zu Hause. Okay, wo lag das jetzt dann? Ich habe Christis Familie rausgeschmissen gehabt. Ach, okay. Als ich ja, die eine Wand eingeschlagen habe. Ja. Na, danke. Ich habe sie auch wieder reingemacht, okay? Hab Schulden jetzt. Wieder die Leinsamen hier rein. Nochmal 80 Stück. Super. Dann einmal wieder Gärten machen. Super, macht sie das. Ganz, ganz super. Ist auch gleich ins Bett. Und bleibt das dauert so ewig kalt, ne? Blöde Garn hier. Warum? Lass mich zufrieden. Anita, das ist nicht ganz gut. Ich sehe ja nichts. Entschuldige, ich hole gleich einmal den Hammer runter. Schon wieder Scheiße hier. Kann nicht in Ruhe arbeiten. Was stimmt denn nicht mit dir? Oh, Entschuldige. Au, ich hab nicht mit dem Hammer zugeschlagen, blöde Kuh. Komm hier. Komm her. Komm, Rügelei. Beiden fertig gemacht. Aua! Okay, Schlafenszeit. Eben. Ich muss noch mal kurz meine Eingaben wegbringen. So ein kleiner Rocky, der einfach Rock aufsteht. Beide fertig machen. Lass uns Eier machen.
auch gleich aufhören. Ja. Nein, das pisst. Oh Mann, wo? So, vielleicht geh wieder rein. Gute Nacht. Alles klar. Ich muss auf jeden Fall erstmal gucken, dass wir noch ein bisschen Kupfer nachkriegen. Wo ist denn hier Kupfer? Auf 5 Stück, da sind wir auch nicht 4 wieder. Oh, wir haben ein zweites Küki. Yay. Jetzt geht's los, jetzt kriegen wir Kükis on Mast. Da können wir die ja bald schlachten. Die männlichen Tiere, ja. Bis auf einen. Einer muss da bleiben. Naja, irgendwann passt da ja nichts mehr rein. Der Stammesvater. Ja, alles was über ist, also ein Nest muss auf jeden Fall immer leer sein. Ja. So, wir haben jetzt 5. Warte mal, ist das auch ein... Das ist auch ein Weibchen. Also 4 Weibchen und 2 Männchen. Ja, dann schlachte ein Männchen ab. Nein, das muss doch erstmal okay, groß... Okay, ich bin dabei. Du lässt die. Was willst du? Gucken, wie groß die Schweine sind. Ob die jetzt schon mal gewachsen sind. Oh, dann kann ich die ja schlachten. Nein. Doch, ich mach das. Oh, ein großes Schwein. Yay. Oh, komm her. Das Weibchen ist groß. Die werden nicht geschlachtet. Warum denn? Weil die Sau jetzt Ferkel kriegt. Wenn unser Eber endlich mal... Wieder Produktionspunkte hier. Brauchen wir. Ich muss wieder. Noch nicht. Wir haben ein großes Schweinchen. Noch. Das bleibt auch. Irgendwann sind wir denn so weit, dass jedes Mal, wenn wir da Ferkel kriegen, wie die in einen anderen Stall reinbringen. Und dann darfst du die den schlachten, wenn die groß sind. Achso. Jeta, ich will hier keine Schweinefarm bauen. Naja, wir brauchen das Fleisch. Ja, aber du versuchst das schon wieder wie Ranch Simulator zu machen. Ja, damit wir da durchsteigen. Da brauchst du nicht durchsteigen. Doch. Oh, lass mich. Oder schlachten die Leute, die... Ja, warum zu zicken? Hör auf. Das kriegst du bei dem Kopf. Oh. Ja. Ja. Kriegst was du. Denn? Naja, guck dir mal die eine Jagdhütte an. Oh. Ja. Lange nichts gemacht. Oh, wir brauchen Stroh. Oh. Also alles, was orange ist, können wir dann reparieren. Ich hab Stroh. Supi. Wir sammeln noch mal ein bisschen was. Aber warum die Jagdhütte? Die haben wir doch. Eigentlich müssten doch unsere Häuser dran sein, die kaputt gehen. Oder nicht? Nee. Also bis jetzt ist alles grün. Ja. Mal kurz gleich gucken, ob da noch ein Bär oder sowas ist. Mal kurz den Zaun ausprobieren. Okay. Ja. Ich muss ins Bett. Ja, mach das. Komm, ich bin dabei. Ja, alles gut. Und für dich. Erstmal trinken. Und was essen. Oh, hier sieht das auch nicht gut aus. Fehlt noch ein Stöckchen im Lager. Ah, die ist schon. Okay. Ja, Leute, ich verabschiede mich schon mal. Jo, mach das. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Jo. Auf jeden Fall. Tschüss. Tschüss.
Aber sonst scheint ja alles gut zu sein, oder? Also zumindest nichts, dass ich jetzt noch was Orangenes sehen würde. Ich kann nichts sehen, es ist zu nebelig. Oh. Ach, da fehlt noch irgendwas. Hast du gesehen? Was? Milena, wir haben ein großes Schweinchen. Eine große fette Sau. Was ist das Wort? So, das ist auch wieder Heine. So, habt ihr jetzt hier noch irgendwo Probleme? Die man wissen muss. Sag richtig gute Nacht. Nein, so nicht. Nein, ich will einen Kuss hier haben. Ich muss hier noch ein bisschen. Ich muss noch warten, bis die Folge dann zu Ende ist. Also gib mir jetzt einen Kuss hier. Okay, das scheint wohl alles gewesen zu sein. So, wie weit sind die mit den Feldern? Sie streuen ein. Aber ich glaube, sie haben kein Dingsen mehr. Kein Dünger mehr. Ja, das kann gut möglich sein. Wir haben auch nur noch 8 Verdorbenes. Wir sind nochmal 18. Daraus kann man auch nur einen Dünger machen. Also. Ach, hier ist nochmal 7 Madungen. Und Schweinestall. Hier sind nur Karottensamen drin. Ich kann noch 13 Dünger machen mit Dung. Dann mach das erstmal. Ich habe heute Morgen etwas gesammelt. Wer dafür sie ja verantwortlich. Klaus anderen Leuten die Arbeit. Ja, tut mir leid, wenn die erst mittags aufstehen. Hier ist schon mal 7 Mal Dung. Dann kannst du schon mal einstreuen. Dann kann ich auch nochmal. Ich habe 13 Mal. Ich nehme mal das ganze Verdorbene rein. Ich habe noch mal 21 Verdorbenes. Aber ich glaube, du kriegst da mehr raus als ich. Aber was fehlt euch denn jetzt wieder? Also du. Ja, gut. Hat irgendjemand keine Arbeit? Es kann gut möglich sein. Musst du reingucken. Nee, haben alle. Sind alle am Arbeiten. Ja, so nimm den Typ doch da hinten aus den ollen Kräuterteil raus. Macht er ja so oder so nicht, ne? Nö, aber ich, mit den zwei, da läuft das doch. Guck mal, der ist damit ja fertig. Nee, ist alles gut. Ich wollte ja nur eigentlich einen hinpacken fürs Landwirtlager. Oder für den Landschuppen, oder? Feldschuppen? Nee, nicht den Landwirtschuppen, sondern, oh, hier wäre es jetzt den... Ja? Für die Scheune. Warum die Scheune? Die dann Flachs machen und Dünger herstellen und so. Ach so. Aber das ist so wenig Dünger, den wir herstellen müssen immer. Ja gut, die Schweine werden ja gerade erst groß und dann kriegen die ja Fleckchen und dann wird das ja mehr. Ja. Hoffen wir mal. Also wenn die Hühner schon zwei Kükis jetzt haben. Nee, Hopfen ist leider auch noch nicht so weit. Schade. Oh, hier liegen ganz viele Eier drin. Ja, dann rausholen. Nee, wir wollen ja Kükis haben. Die kommen ja von selber, ob wenn sie da drin ist oder nicht. Nein, die schlüpfen bei den Eiern. Okay. So, repariert haben wir alles. Die sind jetzt am Einsehen. Wie schmutzig. Ja gut, ich gehe zwar noch, aber... Ist egal, kann man mal kurz mitmachen. Ja, weil wir ganz viele Hühnerschenkel haben. Mm. Alter, so viele Eier hier drinne. Ja, stell mal vor, aus jedem Ei wird jetzt ein Küki. Das Nest hat 100%, da müssen unbedingt die Federn raus.
Ja, aber du kannst die Federn nicht rausholen, ohne die Eier rauszuholen. Okay. Ich würde das einfach mal probieren, immer wieder die Eier rausholen, gucken, ob da ein Küken kommt. Also wenn man bedenkt, wie lange die Cookies brauchen, um zu schlüpfen. Aber wir können auch nur noch 5 Tiere reinmachen, ne? Mehr geht nicht. Jeter, ist doch gut. Ja, ich sag dir das ja nur. Na, ein Küki ist oder so männlich. Wenn das groß ist oder so, wird's geschlachtet. Haben wir noch mehr Trollküche? Ja. Der Küki 1. Warum kann man euch nicht benennen? Oh, ich finde das so scheiße. Okay. Ich hätte gerne den Namen gegeben. Geht das nicht? Ne, Details abfragen. Vielleicht hier. Ne. Kann ich nicht irgendwie die ganzen Trollkirschen oder sowas sehen? Oh, wir können die Hühner sogar verkaufen, wenn die groß sind. Wie viel bringen die denn? 15. Okay. Weißt du, wir probieren mal einen zu schlachten, dann gucken wir mal, was dabei rauskommt, oder? 33 der Hände, 15 der Hahn. Okay. Aber man kann die Tiere nicht. Ja. Okay, das müssen die vielleicht noch reinpacken, dass man die benennen kann. Damit man weiß, welches man nicht schnachten muss. Ja. Ja, noch ist es einfach. Noch haben wir ein braunes, ein weißes und ein schwarzes, eine schwarze Henne. Ja. Noch sind sie gut auseinanderzuhalten. Oben sind haufenweise Trollkirschen. Wir haben die mal kurz daraus Dünger machen können. Also eigentlich müssen wir jetzt schon 150 Stück haben oder sowas. Ach okay, jetzt sind sie hier wieder zu Hause. Okay. Na siehst du. Was du denn? So, Holzstämme. Holzstämme, ich brauche 6, 12, 18. Das heißt, ich brauche 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 Holzstämme. Wir sammeln erstmal ein bisschen. Und ich kann keine 15 Holzstämme sammeln, weil ich schon wieder eine Holzschale habe. Ach, mach mir noch mal kurz wieder eins rein. Dann packen wir jetzt 3 weg. So, 91 Bären, na siehst du. Linsenkraut haben wir auch noch. Distel. Hanneskraut. Karotten sammeln. Nicht veräppeln. Warum habe ich denn so viel Karotten sammelt? Holzstämme. Ich habe hier noch 138 Karotten sammeln, falls ihr möchtet. Boah, wegen ein Holzstamm 10 Gramm über. Okay. Na. Ja. Was genau wollte ich jetzt gucken? Irgendwas? Ah, ich wollte nur noch dunkel. So,